So Burschen, ich stehe 5-1 für die Engländer. Die glauben jetzt, sie haben uns. So ist es aber nicht. Bei mir lassen jetzt die Kamikaze aus dem Sack. Hucht einfach zu, was ich euch sag. So die linke Seite, mein Problem, Kind. Gusi, wie soll ich dir das jetzt erklären? Wir sind da auf England, ja? Was bei uns daheim links ist, ist da rechts. Und was da rechts ist, ist bei uns daheim, nein, links ist... Wurscht! Was ich dir sagen möchte, ist, ich hab dir auf jeden Fall links außen aufgestellt. Und du bist während des Matches immer mehr nach rechts umgezogen. Und dadurch bist du die meiste Zeit gar nicht im Spielfeld gestanden. Und Gusi, bist du jetzt am Jojo-Effekt erkrankt? Was das ist? Da kommt der anzwickte Schüssel zu dir und fragt dich, das ist dein Endpappen? Und du sagst, Jojo? Wegen dir bin ich aus der Mannschaft raushauen müssen. So. An alle. Wir haben gespielt vom Spielsystem her 4-4-2. Aber so wie es eh spielt, müssen wir spielen 6-6-8. Und das geht sich laut Adam Riese nicht aus. Apropos Rechnen, jetzt haben wir wieder ein neues Rechengenie in der Mannschaft. Unseren Urwaschl-Kaktus Willi Molter. Heißt Willi. Der Karl-Heinz hat auch nicht spielen können. Aber der hat wenigstens das gleich geschaut. Aber du? Das ist ja Gemeinheit. Und wenn ich die anschaue, dann fangen meine Augen zum Zwitschern an. Und ich kriege den grauen und den grünen Star gleichzeitig. Nein, nicht Star. Star. Das ist eine Pupillentrübung. Das hat der Alte sicher auch. Du, Fandabello, bleibst auf jeden Fall im Deal. Du brauchst ja nicht traurig sein wegen die 5 Deals, die du gekriegt hast. Du hast eh eins einmal reagiert. Aber bitte, Fandabello, nimmer mit dem Schiri diskutieren. Das dauert immer Stunden. Zeit haben wir. So, jetzt kommen wir zu unserem Problembereich, ganz rechts außen. Hatze, auf was wartest du? Das ist dein Kampf, nicht mein Kampf. Ich hab dir tausende Male gesagt, spiel's genauso schmutzig und hinterfotzig wie gegen die Tierken. Und das einzige Fall, was ich gesehen hab, war ein Tier. Und das von den eigenen Kameraden. Vom Ewald die Blutgrätsche Stadler. Jetzt hat der von hinten mit dem gestreckten Einegruscht ist, aber immer denkt, der muss die wirklich gern haben. Unser nächstes Problem kennt Jürgel. Jürgel, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du die ganze erste Halbzeit keinen Ball gesehen hast? Und was warum? Weil keiner mehr weiß, wo du stehst. Gut, Jürgel, ich hab dich gegen Italien gewarnt, du bleibst jetzt in der Kabine. Kannst dir brausen gehen. Und eine Strafverschärfung ganz alleinig. An alle! Manche von euch glauben da noch immer, das ist der Freundschaftspartie gegen die Engländer. Aber wie oft noch? Am Feld gibt's keine Freundschaft! Fragt den HC, wie das ist, wenn man keine Freund hat. An den Rest von alle. Nicht, dass wieder das gleiche wie gegen Italien passiert, wo sie im Fandabello 18 Tieren reingedruckt habt. Merkt es euch endlich. Nach der Pause ist Seitenwechsel.